So Leute, hier ist er jetzt mit Michis Brücken, einmal in real, wie er aussieht. Und ja, wir werden ihn heute mal ein bisschen fahren hier im Gelände. Einfach nur, damit ihr seht, wie die neuen Brücken performen und wie das Ganze aussieht optisch. Ich zeige euch das mal von der Seite. Kann sich echt sehen lassen. Sieht mega gut aus. Hinten ein bisschen höher natürlich. So sieht das aus mit seinen neuen Brücken. Die neuen Brücken könnt ihr hier sehen. Und vorne natürlich auch. Und wir filmen das Ganze mal. Und extrem Bash-Test. Das kommt später, wenn wir in die Grube fahren. Aber heute einfach mal die Performance gucken, wie das aussieht. Fahrerisch, technisch und alles. Ich übergebe mal die Kamera. Let's go. Wir gehen hier ins Gelände. Also ich muss sagen, vom Fahrbild merke ich keinen Unterschied. Er sieht immer noch so gut aus, wie ich ihn kenne. Vorne haben wir Lichter drin, wie ihr seht. Mal gucken, wie lange die halten. Was sagt ihr zu Caro? Habe ich mir nicht viel Mühe gegeben. Aber passt zu dem blauen Konzept. Ja, bis jetzt alles noch in Ordnung. Aber wie gesagt, das ist ja auch kein Extremtest hier. Ja, mal ein paar Flips machen hier. Ja, springen können wir jetzt nicht, um die zu testen. Aber dass ihr mal so seht, wie das aussieht. Keine Veränderung großartig zu den Standardbrücken. Der MT ist einfach nur Hammer, ey, wie der abgeht. Gar nicht durchziehen hier. Geil, ey. So, jetzt versuche ich mal hier zu springen oder zu flippen. Hier an dem Stein. An dem roten hier vorne. Ja, funktioniert. Versuchen wir mal den anderen daneben. Funktioniert auch. Yes, der Techno ist einfach nur der Gott. Einfach mal auf dem Dach landen. Gucken wir uns mal an. Ich bin schon zweimal auf dem Dach gelandet, muss ich dazu sagen. Man kann es vielleicht nicht sehen, aber hier sind so Risse drinne. Aber ihr seht, funktioniert eigentlich. Die Karo hat also schon gut gelitten eigentlich. Das sieht man nur, wenn man nah rangeht. Ich bin schon ein paar Mal auf dem Dach gelandet. Hier vorne ist sie sogar gleich schon gerissen. Das ist der Grund, warum ich auch keine Lexan mehr fahre. Weil die halten einfach nicht lange. Nicht bei so einem Auto. Und ich bin jetzt nur hier gut auf Stein. Ja, aber Lexan taugt einfach nichts. Aber ihr seht, die Brücken funktionieren gut. An den Brücken selber ist nichts kaputt. Oder die Halter. Das sieht man erst im Extrembashing. Da müssen wir ein bisschen Schwung rüber. Genau so. Ja, für Lexan, ganz ehrlich, das, was wir mit den Autos machen, dafür ist Lexan nicht gemacht. Taugt einfach nichts. Das hält nicht lange. Und ich sag euch, dass die Lexan Karo, die hält nicht lange. Wenn ich einmal in der Kiesgrube mit der bin, dann ist die hinne. So, das war's. Wir wollten nur einmal zeigen, wie das aussieht mit den Dämpferbrücken. Optisch finde ich den richtig hübsch.
Dämpferbrücken funktionieren soweit. Oh, hat er hier was? Ne, alles in Ordnung. Sitzt auch noch gut. Ihr seht, wie das optisch aussieht mit den Brücken, mit dem Abstand. Das ist jetzt die niedrigste Stufe. Man kann natürlich noch höher machen, aber das wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Ja? So sieht das aus. So sieht der MT mit Michis neuen Brücken aus. Ich finde mega geil. Gefällt mir gut. Gut, Leute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann. Na, komm, mach ich nochmal einen Sprung. Zack. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Laser. Tschüss. Ah, geil.